und schönen guten Tag, liebe Kanalfollower meines Kanals So geht Floristik. Ja, heute ist leider ein ernsteres Video als sonst, weil wir haben auch schwierige Zeiten und seit Mittwoch ist das Geschäft geschlossen aufgrund der gesetzlichen Anordnung, dass wir schließen mussten. Allerdings war das auch nicht so eindeutig, weil Gartencenter durften öffnen und Blumenläden mussten schließen. Das heißt, die Blumenläden haben sich dann natürlich auch sehr, sehr aufgeregt und es gab viele Diskussionen vom Verband. Nun hat sich die Situation heute wieder geändert und offiziell dürfte ich ab heute wieder öffnen. Und ich hab wirklich nachgedacht, was ich tun soll, aber es war für mich keine Frage, dass in der aktuellen Situation, wo das Gebot ist, dass wir alle Abstand halten und dass wir unsere ganze Situation nur durch Abstand verbessern können, habe ich beschlossen, mein Geschäft bis Ende März zuzulassen, zum Schutz von allen Kunden, von meinen Mitarbeitern und ja, im Sinne der sozialen Gemeinschaft. Und wir haben jetzt also hier diese wunderschönen Osterarbeiten, diese tollen Osternester. Und da wir kein Kundengeschäft haben im Laden, habe ich beschlossen, dass ich heute ein anderes Angebot mache, weil hinter den Kulissen und mit verschlossenen Türen können wir ja arbeiten. Und wie man hier sieht, wir haben für Ostern, wir haben alles fertig gemacht und ich möchte euch allen, euch lieben YouTubern, ein besonderes Angebot machen und das zu einem besseren Preis, als wir normalerweise im Laden machen. Aber auch, es wäre auch für uns eine sehr schöne Unterstützung. Ich möchte das Angebot machen, dass wir Osterkränze versenden. Das heißt, das ist dann, sind Osterkränze, die man ohne Kontakt bekommt. Und ich zeige euch die verschiedenen Varianten vorab. Wir verkaufen diese Kränze normalerweise für 38 Euro im Laden. Und ich möchte euch natürlich auch entgegenkommen. Ich biete euch diese Kränze für 38 Euro an. Ich übernehme das Porto und ich hoffe, dass ich meine Mitarbeiter dadurch auch beschäftigen kann und ja, die ganze Lage etwas verbessern kann. Ich zeige euch die verschiedenen Kränze. Das ist die Nummer 1. Ich habe erstmal schöne Nummernzettelchen gemacht. Das ist ein Kranz, der ist mit Moos gewickelt. Das Schöne daran sind diese Weidenkätzchen. Er ist mit Perlhuhnfedern, mit kleinen Zwiebelchen. Wunderbar frühlingsmäßig mit Spinosa. Diesen Kranz könnte man auch noch in der Mini-Version bestellen. So für den Tisch, da kann man eine Kerze reinstellen. Das ist jetzt die Nummer 1 mit den Weidenkätzchen. Dann zeige ich dir als nächstes die Nummer 2. Ich hänge den mal hier hin. Ja, genau, gerade die Anweisung von der Regie. Was kostet der kleine Kranz? Wir müssen den natürlich auch wickeln. Es ist ein kleiner Strohrömer. Der kleine Kranz ist für 15 Euro. Und der große ist für 38. Aber wie gesagt, inklusive Porto. Und das übernehme ich dann. Dann habe ich hier, Moment, das Band hängt. Das hier ist die Nummer 2. Das wäre dann ein Kranz in Rosé-Tönen. Ich würde auch roséfarbene Federn für den Versand. So, ich halte mal die Nummer 2 in die Mitte, dass das auch noch deutlich ist. Für den Versand würde ich natürlich die Wachteleier nicht so weit außen setzen und wir polstern auch was dazwischen. Das Risiko ist natürlich, dass mal ein Eichen kaputt geht, aber durch Polstern haben wir schon sehr viele Arbeiten ganz toll zum Kunden gebracht. Dieses Nestchen ist innenliegend, das heißt, das hängt hier so wie in der Natur, die Eier, die hier unten sind, das ist hier im Kranz drin. Das überlebt also sehr, sehr gut den Transport und die Reise. Und also der zweite Kranz ist ein österlicher Kranz in Rosé-Tönen. Auch im Laden 38 Euro. Ich übernehme das Porto. Für euch 38 Euro inklusive Versand. Ebenso, Moment, das war die Nummer 2. Ebenso die Nummer 3. Wo hat sich die 3 versteckt? Die 3 ist dann in für den Versand nicht ganz so weit ausschweifen, die Weide, aber das ist ein Kranz mit Moos gewickelt, mit Weide, in ja, Orangefarbtönen,
Orange, Aprikot. Auch hier würde ich zusätzlich noch mit orangenen Federchen arbeiten. Auch hier ist das Nestchen im Kranz drin, dieses kleine süße Nestchen aus Heu. Ein schönes orangenes Band für die Türe. Preislich genau gleich wie die anderen beiden Kränze. Die Nummer 3, also warme Farbtöne. Ihr dürft auch gern Wunsch äußern, zum Beispiel nur in Weiß Natur. Das ist überhaupt kein Problem. Und die Nummer 4, der hat einen anderen Preis dann. Das ist ein Naturkranz. Ich habe zuletzt ein Video gemacht, wie man so einen Naturkranz wickelt und was man mit dem macht. Der ist jetzt also aus Moos, Weide, Heidelbeere, Birke. Und was man mit dem macht, ist ganz einfach. Man geht her und setzt einen Frühlingsblüher rein im Töpfchen. Das kann ich natürlich nicht so versenden, aber trotzdem wollte ich es jetzt als Beispiel zeigen. Den Frühlingsblüher rein, mit ein bisschen Moos nur den Topfrand abdecken, zwei Zwiebelchen draufgelegt und schon ist dieser Kranz eine wundervolle Deko für den Ostertisch. Man kann auch ein paar Spiegeleier machen und die Eierschalen einfach hier dranlegen an den Rand. Dieser Kranz, der ist für 20 Euro in diesem Format. Wir gehen mal in den Hof und dann zeige ich euch, wie viele Zweige wir noch haben, wie viel auf die Osterarbeiten wartet. Wir sind total vorbereitet und die ganze Situation bremst uns jetzt unglaublich aus. Aber mir geht es auch nicht darum, den Laden aufzumachen und alles zu versuchen. Ich möchte gerne beitragen, dass die Situation sich verbessert und ich hoffe, dass es das möglichst schnell tut. Es wär sehr, sehr, sehr mein Wunsch. Dann habe ich noch ein weiteres Sonderangebot an euch. Wirklich ein tolles Angebot. So, ich bin jetzt voller Moos, aber das ist auch egal. Ich habe wunderschöne Hasen, Osterhasen. Die verkaufe ich normalerweise für 19,50 Euro im Laden. Und da mache ich euch auch das Angebot und die könnten auch genauso mit den Kränzen versendet werden. Das Angebot, das ist ein Hase in Metall, richtig schön, solides Metall und das ist ja, so ein bisschen gehämmert und ist auf einem massiven Holzbrett. Diese Hasen, die gibt es in geschlossen und habe ich auch noch eine zweite Version. Mit innen offen. Diese Hasen biete ich euch für jeweils 10 Euro an. Wenn ihr nur Hasen bestellt, natürlich plus Porto. Und das ist auch mein spezielles Angebot, solange mein Vorrat reicht. Aber wir gehen jetzt gleich nochmal in den Hof und dann zeige ich euch mal, was wir für tolle Materialien für die vielen schönen Kränze noch haben. Kommt mal mit. Diese vielen wunderschönen Zweige warten eigentlich auf die tollen Osterarbeiten, beziehungsweise um in den Kränzen zu euch zu kommen. Ich habe euch ja gerade diesen schönen Kätzchenkranz gezeigt. Des Weiteren habe ich die schönsten Birkenzweige mit diesen tollen Würmchen, ja, die so wunderschön in den Osterarbeiten sind, wenn man da Kränze davon macht. Und auch die kommen natürlich auch in eure Kränze rein, die wir gerne zu euch versenden. Die Weidenzweige sind mit ihrer hellen, schönen Farbe und mit ihrer Biegsamkeit ein Traum. Und ich zeige auch gleich nochmal drin, optional kann ich euch auch so einen kleinen Weidenring um die Hasen mit ein bisschen Federchen machen. Das machen wir gleich noch und gegebenenfalls kann man auch noch ein paar Magnolienknospen in die Kränze arbeiten. Also Wünsche dürfen gern geäußert werden. Wir freuen uns total, wenn wir euch schöne Sachen machen dürfen. Und ein Kränzchen um den Hasen rum, das zeige ich gleich nochmal drin im Arbeitsbereich. So, also hier sind meine hübschen Häschen gestrandet und ich habe von draußen Zweige geholt. Und wie immer, wenn ich einen Weidenring mache oder einen Kranz aus frischen Frühlingszweigen, dann teile ich die Zweige immer in zwei Bündel und verwickel diese Bündel miteinander, verdrehe die miteinander und nehme dann, wenn ich gucke, wie groß das werden soll, jetzt mache ich zum Beispiel einfach mal so einen Ring um den Hasen drumherum, wenn ich gucke, wie groß das werden soll, ein bisschen Maß nehmen, erstmal
und verwickel einfach die Zweige um den Ring rum. Braucht man eigentlich, die Weide ist so weich und biegsam. Ich habe das frische Grün habe ich abgezupft, weil mittlerweile treibt die Weide natürlich aus. Es ist Frühling, die Bäume wollen raus und das Grün wird, die schlagen aus und das Grün, das bleibt nicht lange schön, aber die Zweige dafür bleiben länger schön. Deswegen muss man das frische Grün einfach ein bisschen abzupfen. Alles, was absteht, schneide ich jetzt einfach mal ab mit meiner super schneidenden Floristenschere. Das ist immer eine sehr lohnenswerte Anschaffung. Und der Hase sieht doch gleich ganz anders aus, wenn ich den auf den Tisch stelle, wenn der etwas Deko bekommt. Und ich kann, das muss ich eigentlich gar nicht kleben. Ich habe sogar meinen Heißkleber angemacht, aber das muss ich gar nicht kleben. Ich kann diese Federn nur in diesen Weidenring stecken und kann dann, wenn ich irgendwann sage, oh, ich habe jetzt Lust auf eine andere Deko, dann kann ich das einfach auch ganz anders machen. Und hier kann man sie reinstecken oder man wirft einfach nochmal zwei Federn so drumherum, so rein zufällig. Man kann auch Eierschalen, wenn man noch einen Kuchen gebacken hat oder Spiegelei gemacht hat, Eierschalen noch dazulegen. Man kann auch noch einen Tick Moos, um etwas natürlicher das Ganze zu machen, einen Tick Moos dazulegen. Also viel Deko ist gar nicht nötig, aber das ist noch der Hase mit einem kleinen Zweigering. Würde natürlich genauso auch für den anderen Hasen gelten. Und ja, ich versende ja nicht so oft irgendwelche speziellen Sachen, aber dieses Mal, also Osterhasen, diese schönen Holzhasen, man mag auch hier dieses richtig schönes, solides Holz mit diesen kleinen Tupsern, um die Möbel zu schonen. Diese kleinen Hasen, diese schönen, für jeweils 10 Euro zum Sonderpreis und unsere Grenze, bei denen ich das Porto übernehme. Ich schreibe das nochmal in die Videobeschreibung alles rein. Schick eine E-Mail an youtube@flowerstyle.de zum Bestellen und wir freuen uns auf die Werkstatttätigkeit ohne Kontakte zum Schutz von allen. Und freuen uns darauf, auf die Post zu gehen und euch die schönen Ostersachen zu versenden. Und ansonsten wünsche ich alles, alles Gute. Bleibt gesund. Ich hoffe, dass wir zusammen durch die Zeit durchkommen und meidet die Kontakte und macht sie lieber elektronisch. Bis bald. Ich wünsche euch nur das Beste. Eure Margit. Tschüss.